Bei Robert Marc Lehmann wurde diese Woche Internetgeschichte geschrieben. Wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber zwei, drei Steps zurück, was ist passiert? Robert, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist dieser gut aussehende Dude hier. Er setzt sich auf seinem Kanal mit Miss Gönn Erde für Umweltschutz ein. Besonders für den Schutz der Meere und auch der Haie. In seinem Stream vom 22.11. hat er sich Folge 4 von Seven vs. Wild angeguckt. Dort hat eben Otto mehrere tote Babyhaie gefunden, beziehungsweise Stücke von toten Babyhaien, die von Fischern halt eben zurückgelassen wurden, beziehungsweise wieder ins Meer geschmissen worden sind. Und Robert hat so drauf reagiert. Hier ist das Problem. Das sind alles juvenile Haie. Das sind keine ausgewachsenen Haie. Das heißt nicht geschlechtsreif. Das heißt, diese Haie haben nicht reproduziert. Und da liegt die große Problematik. Man fängt die großen Haie, knallt die raus, die werden gefinnt, Fish and Chips aus dem Fleisch, alles scheiße. Noch beschissener wird's, wenn du halt die Nachkommenschaft, die Babys, auch fängst und verwertest. Das ist so beschissen. Und hier liegt das Ergebnis von schlechten Küsten- und Fischereimanagement. Also er reagiert sichtlich erschreckt drüber. Dazu übrigens für die Leute, die nicht wissen, warum Haie so wichtig sind und es halt eben nicht so geil wäre, wenn die aussterben würden, hier einmal vorgetragen. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Das, was wir hier sehen, sind für mich die wichtigsten Tiere auf dem Planeten. Ganz einfaches Szenario, für jeden einfach verständlich erklärt. Der Ozean ist unser größtes Ökosystem. 70% des Sauerstoffs kommen aus dem Ozean, von einzelligen Algen, die dort leben. Wer passt auf den Ozean auf? Diese Tiere, Freunde. Die Haie passen auf den Ozean auf. Die regulieren alles. Das sind die häufigsten Raubtiere über 50 Kilo auf dem Planeten. Die passen auf das größte Ökosystem auf. Die dürfen wir nicht töten. Die müssen wir 100% schützen. Und nur 17 Länder haben das erkannt. Okay, alles scheiße. Aber warum meinte ich gerade, dass in seinem Stream Internetgeschichte geschrieben worden ist? Robert hat in seiner Reaction dann halt eben mit Otto telefoniert und die beiden haben halt darüber gesprochen, wie beschissen das ist, dass halt sowas da immer noch stattfindet. Und während des Telefonats gab es eine bestimmte Doni. Und zwar, boah, ich bekomme Gänsehaut, weil ich war live dabei, als es passiert ist. Und zwar die Doni vom User 89emrig. Er hat halt 2 € gespendet und meinte dazu, wenn jetzt jeder 2 € hier reinhaut, haben wir 70k. Und ich habe immer noch eine Gänsehaut. Und was dann passiert ist, Alter, seht selber. Weil scheinbar der Chat die Nachricht von 89emrig ernst genommen und 2 Minuten nach seiner Donation sah der Chat halt schon eben so hier aus. Das musste erstmal verwurschten, so eine Scheiße. Und was ist hier überhaupt los, Alter? Was macht ihr denn da? Also der ganze Chat war halt eben voller Donations, die halt eben für die Haie spendeten. Und nochmal 10 Minuten später kamen so viele Donations gleichzeitig rein, dass einfach mein kompletter Browser sogar am Laggen war. 700 neue Mitglieder, 13.000 Euro Superchat. Was ist denn hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist so krass. Nee. Ihr habt doch eine absolute Vollmeise. Jetzt werden hier schon Error angezeigt in diesem Dashboard, wo das gezählt wird. 14.000 Euro gleich 2.000 neue Mitglieder. Und das Krasse ist, so wie ihr es hier jetzt gerade seht, ging es dann für Stunden weiter. Nicht nur für 10 Minuten, es ging für Stunden exakt so weiter. Sodass am Ende über 100.000 Euro für Haie gespendet worden sind. Finales Update, 101.000 Euro, 371. Holy Scheiße. Und dazu kamen nochmal 7.000 neue Kanalmitglieder. Ey, wirklich insane. Und das halt alles für den Schutz der Haie. Robert hat auch schon direkt ein paar Ideen, was man halt eben mit dem Geld anstellen könnte. Zum Beispiel könnte man sich ein riesiges Stadion oder eine Halle mieten und dann halt eben mit tausenden Menschen eine Petition nach der anderen unterschreiben, halt eben, dass halt im EU-Parlament oder im Deutschen Bundestag darüber abgestimmt werden muss. Oder man könnte mit dem Geld Sea Shepherd unterstützen, dass sie halt einfach illegale Haifischfischer ja, auf See dann halt eben abschleppen. Wirklich, mit so viel Geld kann man auf jeden Fall einiges anstellen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was Robert dann exakt damit anstellen wird. Falls ich es weiß, erzähle ich es natürlich hier in der Wochenshow. Deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal hier, ja, um es halt eben nicht zu verpassen. Und ja, Robert bzw. seine Community bekommt auf jeden Fall für diese krasse Aktion den Win der Woche, aber sowas von reingeschallert. Ey, wirklich geile Aktion. Und als ich es live gesehen habe, ich hatte wirklich Gänsehaut, als ich es gesehen habe. Es war geil. Weiter so.